thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Garfield eine extra Portion Abenteuer. Ja, wir erfahren in diesem Film, wie Garfield überhaupt zu John gekommen ist. Ja, nachdem wir das Thema durch haben, ja, wollen sich Garfield und Odie mal so einen kleinen süßen Mitternachtssnack gönnen, wie man Garfield halt so kennt wohl, und werden entführt. Und zwei sehr schrägen Gestalten, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und ja, sie fungieren aber eigentlich nur als Köder. Denn sie werden gerettet von Wick Und wer ist Vic? Garfields Vater. Und ja, Garfields Vater ist nicht so der nette Typ. Beziehungsweise, ja, der ist nicht so der, ja, sagen wir mal, gesetzestreue Typ. Denn... Garfields ja, Vater ist ja ein bisschen kriminell und ja, eine alte Weggefährtin hat noch eine Rechnung mit ihm auf und deswegen müssen die drei jetzt Rechnung begleichen. Ja, so kann man es mal kurz zusammenfassen, ohne euch den kompletten Spaß zu nehmen. Denn ach, der Film, der ist so herrlich. Der Film ist so herrlich lustig. Also, da kommen Sachen auf dem Tisch, wo man sich denkt, ja. Das ist 100% Garfield und das ist auch 100% der Humor, den ich bei Garfield sehen möchte. Ja, ich glaube, es ist sogar sein erstes komplettes CGI 3D Film Abenteuer, wenn ich das so richtig gelesen habe. Und der macht durchaus richtig Spaß. Auch so die Charaktere, die da zusammengewürfelt wurden, also, jetzt vor allen Dingen die zwei schrägen Charaktere von ähm, der Rivalin von Vic. Einfach traumhaft, ey. Die sehen so schräg und so böse eigentlich aus, aber sind eigentlich nicht gerade so. Ja, nicht gerade so die hellsten Leuchten auf dem Christbaum. Aber auch so Vic, so der Charakter, der gefiel mir richtig gut. Der ist total das Gegenteil zu Garfield. Und ja, man hat die Charaktere wirklich genauso gelassen. Also Garfield ist Garfield, wie man ihn halt kennt. Und Odin ist immer noch Odin und John ist immer noch John. Man hat da an der Stelle einfach nichts verändert. Und das ist auch wirklich gut so. Die Animationen sind ja, super kindgerecht sauber gemacht. Also jetzt nicht versucht auf ähm, extrem Realismus zu gehen, weil man hat das wirklich so ein bisschen mehr in den... Comic-Stil halt gelassen, wie man es gerne halt so kennt. So, man erkennt die Figuren von damals sehr gut wieder, aber man hat ihnen wirklich einen ganz guten, frischen Touch gegeben. So dass man halt äh, sagen kann, man wird damit jetzt die älteren nicht vergraulen, wenn sie sich so ein bisschen drauf einlassen. Und für die jüngere Generation sieht es jetzt nicht nach ähm, zu alt aus. Also, da finde ich, hat man doch einen ganz guten Mittelweg gefunden. Hat wirklich gute Sachen drin. Also, was auf was für Ideen, die da gekommen sind, ey. Das fand ich richtig spannend. Aber ich fand es auch wirklich gut, wie man dann wirklich das auch mal aufgedröselt hat, wie Garfield eigentlich zu John gekommen ist. Das ist erst eine Frage, die ich mich wirklich im Nachhinein gestellt habe, weil das war irgendwie nie so wirklich Thema gewesen. Man hatte John, man hatte Odi und man hatte Garfield. Und irgendwie hatte man das einfach so gedacht, dass Garfield irgendwie vielleicht, dass John irgendwie Garfield aus so einem Tierheim gekauft hat oder sonst irgendwie. Aber das ist definitiv nicht so gewesen. Und ja, natürlich gibt es da Fressorgien ohne Ende, so wie man es von Garfield einfach kennt. Und das ist einfach super lustig gemacht. Also da muss man sagen, da hat man wirklich gar viel, gar viel sein lassen und dann hat man da einfach ähm, so ein paar spannende Elemente dann auch reingebracht und auch ähm, lustige Elemente weiter reingebracht, da haben die wirklich, das haben die wirklich echt gut gemacht und auch soundtechnisch war der Film echt gut, also ich habe den ja in iSense gesehen und iSense hat ja Dolby Atmos und da ja, hat man auch nochmal so ein paar Sachen, gerade so von oben, dann kam auch so das eine oder andere, wo ich mir dachte, ja, kann man so machen, das gefällt mir richtig gut. Also, ich hatte eigentlich an diesem Film wirklich nichts zu meckern gehabt. Also, der war wirklich unterhaltsam und auch gerade so für, für Kinder. Also, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ihr in nächster Zeit mit euren Kindern machen wollt. Dann geht in den Garfield-Film, den kann ich euch da echt wärmstens ans Herz legen. Und ja, welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung! Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, fehlt eine extra Portion Lasagne. Äh, Abenteuer. Lasagne gab es erst später oder davor und danach. Vielleicht auch ein bisschen dazwischen. Und, ähm, ja. Ein wirklich interessanter Film, wo man viel über Garfield lernt. Erstmal, wie er zu John gekommen ist, dann halt ähm, ja, familiäre Sachen. Und dann noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Abenteuer für die ganze Familie ist er da definitiv dabei. Und ähm, ach, Garfield ist einfach etwas. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie alt Garfield ist, müsste ich jetzt nachrecherchieren. Aber ich kann mich an meiner Kindheit erinnern. Garfield war immer da gewesen. Also irgendwo gab es Garfield immer. Und äh, er ist auch bis heute nicht uninteressant geworden. Das finde ich super. Er ist bis heute nicht uninteressant geworden. Und da fällt es immer für den Lacher gut. Und ja, jetzt mit diesem Abenteuer dabei. Ja, warum nicht? Nehme ich gerne. Und somit würde ich mal sagen, gebe ich den Film. Ja, zwischen vier und fünf Totenköpfen. Weil der Film einfach genau das ist, was man von einem Garfield-Film erwartet. Also, wenn man sich so auf die CGI-3D-Animation einlässt, dann gefällt es einem gut. Wenn man jetzt noch ein Oldschool-Comic-Garfield-Outfit-Design erwartet, dann wird man natürlich enttäuscht, weil ja, man hat wirklich, wie schon gesagt, einen guten Mix gefunden, den alten Garfield ins neue. 2024 reinzupacken, dass er für die Jungen ansprechend ist und die Alten halt ähm, auch ihren Garfield halt, zwar nicht in Comic-Stil, sondern in 3D-Animationsstil, aber vom Charakter her definitiv wiedererkennen. Ja, das war meine Filmbewertung zu Garfield, eine extra Portion Pasta äh, Abenteuer. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.